Der Autohersteller Ford wird die Produktion eines der weltweit meistverkauften Autos, des Ford Fiestas, bald einstellen. Ab Juli 2023 werden keine Modelle dieser Art im Kölner Ford-Werk über das Band laufen. Von da an sollen in dem Werk ausschließlich Elektroautos gebaut werden. Der Hauptgrund, weshalb der Ford Fiesta rausfällt, ist die rückläufige Nachfrage. In diesem Jahr hat Ford noch knapp 9.300 Fiestas verkauft. Das ist ein Rückgang von 25% im Vorjahresvergleich. Damit liegt der Kleinwagen in seiner Kategorie in Deutschland nur noch auf Rang 9. Auch die Modelle S-Max und Galaxy wird Ford zukünftig aus dem Angebot nehmen.